Mein Name ist Katrin Gneuss und ich bin an der LMU München im Bereich der Fachdidaktik Deutsch tätig, wo ich mich spezialisiert habe auf dramadidaktische Kurse. Also wie kann man mit den Methoden, die wir aus dem Theater gelernt haben, Rollenspiele, unterschiedliche Bühnenübungen, wie kann man damit die Inhalte des Deutschunterrichts beibringen? Und heute habe ich vorgestellt, wie das Lerntagebuch und das Portfolio ineinander greifen. Beim Lerntagebuch geht es ja darum, dass die Studierenden das, was sie erleben im Rahmen des Seminars, zum Beispiel beim Rollenspiel, auf sich selber erstmal beziehen. Inklusive ihrer Gefühle, ihrer Emotionen, ihres ganz subjektiven Empfindens. Und da ergab sich dann heute die Diskussion, inwieweit das ungewohnt ist für die Studierenden und was der Ertrag dabei ist. Und das, ich verbinde das deshalb miteinander mit dem Portfolio, weil das Lerntagebuch die Grundlage ist, die Ausgangsposition, um später sich zu distanzieren von seinen Gefühlen. Denn erst wenn man die einmal formuliert hat und kennt, dann kann man auch den Schritt zurück machen und sagen, aber was ist denn der Kern der Übung? Und wie verhalte ich mich jetzt, nachdem ich es erlebt habe, zu dieser Übung? Würde ich die integrieren wollen in meinen Unterricht später an der Schule oder lieber nicht, weil mir einfach der Schuh nicht passt, vergleichbar mit Gesang im Unterricht. Ja, erst wenn man es mal ausprobiert hat, eine Gruppe zum Singen animieren, indem man vorsingt, kann man danach sagen, ja, das hat mir gut gepasst. Oder habe ich ausprobiert, brauche ich nicht unbedingt selber zu übernehmen. Ja, fangen wir bei den Studierenden vielleicht an. Ich habe hier zu Anfang so kleine Kärtchen auch ausgelegt, wo zum Beispiel hier das Wörtchen Angst steht. Weil es war tatsächlich so, dass als ich den Studierenden vorgestellt habe, so ihr macht jetzt mal ein Lerntagebuch und schreibt auf, was so in euch vorgeht bei den Übungen, haben sie einen furchtbaren Schreck gekriegt. Und vor allem war der Schreck, das mit mir teilen zu müssen. Dass ich als später bewertende Person einen Einblick kriege in ihre Gefühlswelt. Und daraufhin haben wir uns darauf geeinigt, dass dieses Lerntagebuch geführt wird. Aber jederzeit darf der Studierende selber bestimmen, ob die Inhalte mit mir geteilt werden sollen oder ob es einfach nur privat die eigenen Notizen sind. Aber trotzdem, es ist wichtig, dass es geführt wird und dafür wird auch Seminarzeit zur Verfügung gegeben. Das heißt, die letzten 15 Minuten sind dann immer stille Reflexion im Rahmen dieses Tagebuchs. Und dann war das okay. Dann fiel auch die Angst damit weg, indem dann vielleicht die Studierenden gedacht haben, na, ist ein bisschen seltsam, jetzt hat mich die letzten 20 Jahre niemand nach meinen Gefühlen gefragt und plötzlich soll ich sie aufschreiben. Aber es funktioniert und es hilft auch tatsächlich, die Übungen dann in die eigene Lehrerpersönlichkeit zu implementieren. Und heute hier in der Runde kamen ganz tolle Diskussionen, vor allem zum Paradigmenwechsel von Lehren zu Lernen, inwieweit der nicht eigentlich schon längst vollzogen ist oder wo es noch hakt, was können wir als Lehrende noch mehr tun, wie weit haben wir vielleicht den Bogen schon überspannt und wie weit würden gerne die Studierenden sich auch wünschen, mal wieder belehrt zu werden und sich nicht alles selber zu erarbeiten. Also dass man auch hier gucken muss, dass wir sozusagen alles und jeden bedienen mit einem großen Repertoire an Methoden, aber auch tatsächlich in einem Repertoire an unterschiedlichen Prüfungsmodulen. Ich danke ganz herzlich für die schöne Tagung. Vielen Dank. Dankeschön.